So, meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank fürs Ausfüllen der Evaluation. Dann steigen wir wieder ein. Ganz kurz nur ein organisatorischer Hinweis. Sie werden ja wahrscheinlich eine mündliche Prüfung bei möglicherweise mir absolvieren. Und da wollte ich nur so klarstellen, es ist ja so, wir werden mit dem Stoff, den wir uns vorgenommen hatten, im ZVR nicht ganz durchkommen, was natürlich auch an den vielen krankheitsbedingten Ausfällen liegt. Und natürlich ist klar, dass in der mündlichen Prüfung nur die Dinge drankommen, die wir auch hier besprochen haben. Ja, also zum Beispiel, wir werden es nicht mehr schaffen, den einstweiligen Rechtsschutz zu behandeln. Sie müssen da nicht einstweiligen Rechtsschutz können für die mündliche Prüfung. Okay, nur dass das sozusagen aus Fairnessgründen natürlich klar ist. Also das, was wir hier gemacht haben, klaro, ne, aber das, was wir jetzt halt nicht mehr schaffen, das würde ich natürlich in einer mündlichen Prüfung auch nicht mehr abfragen. So, gut. Wir hatten uns in der letzten Stunde ganz ausführlich befasst mit der Verwertung der gepfändeten Sache und mit den Pfändungspfandrecht-Theorien. Zweiteres machen wir gleich nochmal anhand der Skizze, die wir uns zwar auch schon letzte Stunde erarbeitet hatten, aber ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir uns nochmal das Ganze klar machen, weil sonst tappen wir beim Fall einfach im Dunkeln. Sagen Sie mir nochmal zu ersterem, welche Pfändungspfandrechtstheorien es gab. Es reicht mir sogar nicht, wenn Sie zwei können, aber wenn Sie drei können, umso besser. Bitte schön. Nur die rein privatrechtliche, was sagt die? Genau, die sagt, das ist ein materielles Pfandrecht, ganz normal, deswegen gelten halt die 1204 folgende. Und wie Sie richtig sagen, die Entstehung richtet sich danach. Das bedeutet, nach der privatrechtlichen Theorie kann da ein Pfandrecht entstehen, wenn eine schuldnerfremde Sache gepfändet wird? Ja? Nein, natürlich nicht, ne? Weil normalerweise, zu 1205 BGB, es ist ja erforderlich, dass der Eigentümer dem Pfandgläubiger die Sache übergibt. Ja, also es muss der Berechtigte sein, der Verpfänder. Und wenn der Schuldner nicht Berechtigter ist, dann kann auch kein Pfandrecht entstehen. Und gutgläubigen Erwerb ist nicht möglich, weil es ja keine Verpfändung ist im Sinne von 1207 BGB. Das war die privatrechtliche Theorie. Und was sagt die öffentlich-rechtliche Theorie? Ja? Genau, alles öffentlich-rechtlich. Und was ist die Konsequenz? Genau, also die öffentlich-rechtliche Theorie, die sagt, das alles ist öffentlich-rechtlich, genauso wie die Verstrickung. Deswegen entsteht ein Pfändungspfandrecht immer schon wann, nach der öffentlich-rechtlichen Theorie, wenn? Ja. Genau, wenn Verstrickung eintritt. Und Verstrickung tritt nur wann nicht ein, wenn? Ja. Wenn die Pfändung nichtig ist. Das bedeutet, wenn da irgendwelche Fehler drin waren, wie zum Beispiel Zustellung nicht erfolgt oder was, die halt eben natürlich zur Anfechtbarkeit führen, aber nicht zur Nichtigkeit, dann tritt Verstrickung ein und somit nach der öffentlich-rechtlichen Theorie auch ein Pfändungspfandrecht. Die öffentlich-rechtliche Theorie sagt aber dann sozusagen auf der anderen Seite auch wieder was? Ja? Ja, ganz genau. Ja, die öffentlich-rechtliche Theorie sagt darüber hinaus, ja, also Pfändungspfandrecht kann sozusagen im privatrechtlichen Sinne kein Behaltensgrund sein, also insbesondere kein Rechtsgrund im Sinne von 812 Absatz 1. So, das war die öffentlich-rechtliche. Was sagt die gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtliche, die wohl herrschende Meinung? Ja? Also zweiteres stimmt auf jeden Fall, dass es ein Behaltensgrund sein kann. Und wenn Sie sagen, die Entstehung richtet sich nach öffentlichem Recht, dann klingt das ein bisschen so, wie wenn das so wäre wie bei der öffentlich-rechtlichen Theorie. Also kann nach der gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtlichen Theorie, kann da an schuldnerfremden Sachen, wenn die gepfändet werden, ein Pfändungspfandrecht entstehen? Gibt es in der Pfändung gutgläubigen Erwerb? Gutgläubiger Erwerb ist das also nur bei rechtsgeschäftlicher Verpfändung möglich und das ist ja gerade keine rechtsgeschäftliche Verpfändung. Also die gemischt privatrechtliche Theorie, die sagt, das Ganze ist was Privatrechtliches, aber wir erkennen sozusagen an, dass das hier keine privatrechtliche Pfändung ist, sondern eine Pfändung durch den Gerichtsvollzieher. Das heißt aber trotzdem, also sie kombiniert gewissermaßen beides. Die gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtliche Theorie, die sagt, ein Pfändungspfandrecht entsteht nur dann, wenn die Sache dem Schuldner gehört, also kein Pfändungspfandrecht bei der Pfändung schuldnerfremder Sachen, wenn die Forderung besteht und wenn die wesentlichen Verfahrensvorschriften eingehalten sind. Das heißt, auch wenn jetzt irgendwie zum Beispiel die Zustellung nicht erfolgt ist, 57.1.1, also ein Verstoß gegen 57.1.1, sagt die gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtliche Theorie, dann gibt es kein Pfändungspfandrecht. Möglicherweise kann dieser Verstoß geheilt werden, aber erst dann entsteht ein Pfändungspfandrecht. Wir gucken es uns gleich nochmal gemeinsam am Fall an, aber zunächst mal kommen wir jetzt zu unserem Übungsfall 9, den wir einfach jetzt nochmal lesen. Wir hatten ja zum Beispiel ein bisschen vorgedacht in der letzten Stunde und jetzt denken wir gemeinsam weiter. Hier nochmal der Fall. G hat einen Zahlungstitel gegen S erworben und lässt den Gerichtsvollzieher deshalb einen Luxusfernseher pfänden, der bei S neben einem gewöhnlichen Fernseher im Wohnzimmer steht. Diesen Fernseher hatte sich S allerdings nur vom Eigentümer D geliehen, der deshalb Drittwiderspruchsklage einlegt. Weil G begründete Zweifel daran hat, dass D tatsächlich Eigentümer ist, wird der Fernseher während des Verfahrens versteigert, wobei der Erwerber E den Zuschlag erhält. G bekommt den Erlös in bar ausgezahlt.
Frage 1, welche Ansprüche hat D gegen E und G? Frage 2, was ist D zu raten? Also die erste Frage ist eine ganz normale materiellrechtliche Prüfung. Und die zweite Frage ist sozusagen die prozesstaktische Zusatzfrage gewissermaßen. So, wir hatten gesagt, so jetzt funktioniert der Präsenter nicht, aber gleich funktioniert der, Moment. Ja, jetzt haben wir es, super. Wir hatten gesagt, dass zunächst mal die Konstellation keine ganz ungewöhnliche ist. Ja, der G hat hier einen Vollstreckungstitel gegen den S erwirkt, das ist zunächst mal ganz normal. In das Vermögen des S, da ist ein Fernseher gelangt, der dem D gehört. Ja, also D ist Eigentümer und Verleiher des Fernsehers. Aber weil der Fernseher beim S ist, ja, Gerichtsvollzieher prüft nicht die Eigentumslage, wird dieser Fernseher hier gepfändet und der D legt dagegen Drittwiderspruchsklage ein. Gestützt auf sein Interventionsrecht Eigentum und er könnte ja sogar auch noch den Herausgabeanspruch aus 604 geltend machen. So, bis hierher ist es eine stinknormale Konstellation des 771 ZPO, überhaupt nichts Besonderes. Ja, also Schuldner, fremdes Vermögen wird gepfändet und der Eigentümer D legt dagegen Drittwiderspruchslage ein. Alles ganz normal, alles ganz, ganz einfach bis hierher. So, dann haben wir gesagt, geht es aber hier weiter. Das ist die Besonderheit an dem Fall. Es geht weiter und zwar so, dass die Sache versteigert wird. Ja, und zwar der E, der Erwerber E, der erhält hier den Zuschlag. In dem Moment, wo der Erwerber E den Zuschlag erhält, passiert was? Nochmal. Was passiert in dem Moment, wo der Erwerber E den Zuschlag erhält? Ja? Wunderbar, ein öffentlich-rechtlicher Vertrag entsteht, der dann auch einen Rechtsgrund bilden kann. Gut, das ist das eine. Dann wird der Fernseher hier tatsächlich abgeliefert an den Ersteher E. Was passiert in diesem Moment? Wo der den Fernseher kriegt hier der E, was passiert in dem Moment? Ja? Genau, er wirkt das Eigentum kraft Hoheitsaktes. Kommt es deswegen bei diesem Eigentumserwerb irgendwie darauf an, ob der gutgläubig war oder ob Abhandenkommen vorliegt? Nö, warum nicht? Genau, ist ein Erwerb kraft öffentlichen Rechts. Und da kommt es eben nicht auf die Voraussetzungen der 929 an, ganz genau. Und eben natürlich auch nicht auf die Voraussetzungen der 932. So, also, der Erwerber E ist jetzt Eigentümer. Natürlich muss der Erwerber E das Ganze auch bezahlen, deswegen wird hier der Erlös an den Gerichtsvollzieher übergeben. Was passiert in diesem Moment nochmal, wo der Erlös an den Gerichtsvollzieher übergeben wird? Was passiert in diesem Moment? Ja? Nochmal? Wird fingiert als Zahlung des Schuldners, ist korrekt, aber was passiert mit dem Geld? Wer ist Eigentümer des Geldes zu dem Zeitpunkt? Der Schuldner? Ja, der Eigentümer der Pfandsache, genau. Und das ist also wer hier? Der D, ganz genau. Analog welcher Vorschrift? BGB-Vorschrift tatsächlich sogar. Ja, wunderbar, 1247 Satz 2, prima, ganz prima, super, ja. Also 1247 Satz 2 analog, der hat sein Eigentum an der Pfandsache verloren, an den E, an die Stelle tritt das Pfand. Das spricht also in diesem Moment, wo hier der Gerichtsvollzieher diesen Erlös hat, ist der D-Eigentümer. Der D hat aber nicht lange was von seinem Eigentum am Erlös, denn jetzt wird der Erlös an den Gläubiger G ausgekehrt. So, wer ist jetzt Eigentümer des Erlöses? Genau, der Gläubiger G, der hat das wiederum kraft Hoheitsaktes erworben. Das heißt, jetzt ist der G nicht nur Besitzer, sondern auch Eigentümer des Erlöses. So, und jetzt fragt sich der D natürlich, was soll er machen? Der D hat ja eine Drittwiderspruchslage eingelegt gehabt, die ursprünglich, das kann man ja wohl mal spoilern, zulässig und begründet war. Ja, selbstverständlich, klar war die zulässig und die war auch begründet, denn er war ja Eigentümer dieses Fernsehers. So, jetzt ist es, sag ich mal, für den D blöd gelaufen, ist es ja einfach hier weitergegangen. Ja? Also die Versteigerung hat sozusagen hier ihren Lauf genommen. Er hat sein Eigentum an der Pfandsache, nämlich an dem Fernseher, an den E verloren, der arme D. Er hatte zwischenzeitlich vielleicht mal das Eigentum an dem Erlös, aber ja, das ist jetzt an den G ausgekehrt. Das heißt, der D hat jetzt eben letztlich gar nichts mehr, hat weder Eigentum am Erlös, noch hat er Eigentum an der Pfandsache. Und deswegen fragt sich D natürlich, welche Ersatzansprüche habe ich denn jetzt? Ich war doch eigentlich ursprünglich im Recht und hier ist meine Sache verhökert worden. Und jetzt ist gefragt, nach Ansprüchen von D gegen den Erwerber E zunächst mal und, sollte das nicht durchgehen, von Ansprüchen D gegen E, D gegen G. Und wir haben ja in der letzten Stunde schon ganz am Schluss haben wir ja schon gesagt, Tendenz, unsere Denktendenz ist die, dass D gegen E wahrscheinlich nicht so allzu viel gehen wird, ja, weil der Erwerber E hat halt was erworben und das wird er nicht rausgeben müssen, höchstwahrscheinlich. Und umgekehrt haben wir gesagt, D gegen G, da könnte durchaus was gehen, ne? Denn der G, also warum könnte bei D gegen G was gehen, so einfach wertungsmäßig gedacht? Warum wäre das sinnvoll, dass der D vom G, ich sage jetzt einfach mal ganz untechnisch, was kriegt? Warum muss der D vom G was kriegen? Ja?
Geh, genau, geh. Ja, genau so ist es, ja. Der G hat sich ja was genommen, was ihm nicht zugestanden hätte. Er hätte diesen Fernseher, sage ich mal, ganz, ganz grob nicht nehmen dürfen. Und jetzt hat er es trotzdem gemacht. Der G hat diesen Fernseher gepfändet, obwohl es eigentlich sozusagen nicht für seine Forderung gehaftet hätte, dieses Fernsehgerät. Und dann hat der G das verhökert. Zwar durch den Gerichtsvollzieher, aber er hat es verhökert. Und jetzt ist er Eigentümer des Erlöses geworden. Das heißt, der G steht sozusagen besser, als er eigentlich stehen darf. Umgekehrt ist der D ein armes Schwein. Der D war Eigentümer des Fernsehers und dieses Eigentum ist ihm genommen worden. Deswegen spricht doch im Ergebnis irgendwie viel dafür, dass der G hier an den D irgendwas bezahlen muss. Okay, nur wettungsmäßig. So, wir machen es einfach mal legatis und fangen mal an und prüfen Ansprüche von D gegen E. Wie sieht es aus mit 985? Warum kann ich hier schon spoilern und ein Minus dran setzen? Warum besteht kein Anspruch von D gegen E auf Herausgabe des Fernsehers nach 985 BGB? Weil D kein Eigentümer ist. Korrekt, warum nicht? Weil E kein Genau. Ja, ganz genau so. Ja, der E hat Krafthoheitsaktes Eigentum erworben und wenn er das Krafthoheitsaktes erworben hat, dann ist der D eben nicht mehr Eigentümer. Ich habe die Vorschrift dazu zitiert, weil sie halt normalerweise dazu zitiert wird, aber wir hatten ja schon in der letzten Stunde gesagt, eigentlich genau genommen steht es da nicht drin. Ja, das könnte man auch genauso gut ohne diese Vorschrift machen. Also man findet sie gängigerweise, deswegen habe ich sie auch hier eingetragen, aber so richtig sinnig finde ich es eigentlich nicht. So, wie sieht es denn aus mit 823.1? Wie sieht es aus mit 823.1? Ja? Naja, also wir hatten ja gesagt, dass der Vorrechtsakt, also dass es komplett egal ist, ob jetzt der Vergabe gutgläubig ist oder nicht. Okay, das ist natürlich richtig. Man kann sagen, es ist egal, ob er gutgläubig ist, deswegen darf man das nicht mit 823 Absatz 1 wieder überspielen gewissermaßen. Also Sie müssen aufpassen, weil wir haben ja gesagt, in der Tat, es stimmt, es ist egal, ob er gutgläubig ist. Natürlich könnte man trotzdem sagen, naja, gut, Eigentümer ist er geworden. Ja, aber kann ja ein deliktisches Verhalten sein. Ja? Ist nicht rechtswidrig, ja. Und am Verschulden fehlt es ja hier wohl auch, ne? Würde ich sagen. Also der hat ja nicht irgendwie gewusst, dass er jetzt irgendwie was Falsches erwirbt oder was. Ne? Das heißt also, der Eigentumserwerb ist nicht rechtswidrig und würde sogar auch am Verschulden fehlen. Wie sieht es aus mit 826? 826, ja? Also es liegt ja kein vorsätzlicher, also keine vorsätzliche Schaden. Korrekt. Ja, ganz genau. Also 826 käme in Betracht, also trotz Erwerb Krafthoheitsaktes, ja, käme 826 in Betracht, wenn jetzt irgendwie der G und der Erwerber E, wenn die bewusst zum Nachteil des D zusammengewirkt hätten. Ja, also wenn der gewusst hätte, ja pass mal auf, das ist ja eigentlich das Eigentum vom D und die hätten da was ausgeheckt, ja, und dann hätten die das halt schön an den E versteigert, dann käme das in Betracht, aber da gibt es hier tatsächlich überhaupt gar keine Anhaltspunkte dafür. Und wie sieht es aus mit 812.1.1 Variante 2? Unentgeltlich war er nicht, das stimmt, aber hier kommt es ja auch nicht auf Unentgeltlichkeit an bei der allgemeinen Eingriffskondition. Weil auf die Unentgeltlichkeit käme es bei 816.1.2 an. Ja, also er hatte den öffentlich-rechtlichen. Ja, genau, ganz genau. Ja, es besteht ein öffentlich-rechtlicher Vertrag und deswegen erfolgte der Erwerb nicht rechtsgrundlos. Ganz genau. Gut, das heißt also mit Ansprüchen D gegen E sind wir im Grunde durch. Das ist ja irgendwie auch logisch. Ne? Also wenn jemand was erwirbt in der Zwangsvollstreckung und dabei jetzt nicht ganz besondere Umstände vorliegen, wie dass der das alles weiß und den Eigentümer irgendwie vorsätzlich schädigen will, ist klar, wenn wir im ersten Schritt sagen, der soll Krafthoheitsakt des Eigentum erwerben und auf die Voraussetzungen der 929 soll es gar nicht ankommen, dann muss er das Eigentum auch behalten dürfen. Das ist ein bisschen ähnlich, Sie kennen das aus dem allgemeinen BGB. Man könnte ja auch auf die Idee kommen, wenn jetzt jemand gutgläubig Eigentum erwirbt, nach 932, können wir auch auf die Idee kommen, dass der Eigentümer sagt, ja gut, gib mir das Eigentum mal heraus nach 812.1.1.2. Das geht aber natürlich auch nicht. Der gutgläubige Erwerb muss natürlich konditionsfest sein. Wenn er nicht konditionsfest wäre, könnte man es stecken lassen mit dem gutgläubigen Erwerb. Und so ist es natürlich hier auch. Wenn er es einfach wieder rausverlangen könnte, dann könnte man das stecken lassen mit diesem Eigentumserwerb Krafthoheitsaktes. Deswegen gucken wir uns mal jetzt an, welche Ansprüche der D gegen den G hat. Also sprich der D, also der ehemalige Eigentümer des Fernsehers, gegen den Vollstreckungsgläubiger G, der diesen Fernseher hier hat versteigern lassen. Sie prüfen jetzt ganz normal die Anspruchskette durch und Sie beginnen mit vertraglichen Ansprüchen. Welcher vertragliche Anspruch kommt in Frage? Machen wir es mal so. Wenn wir mal unterstellen, zwischen den beiden bestünde ein Schuldverhältnis, worin das besteht, sage ich Ihnen gleich noch, aber wenn wir mal unterstellen, zwischen den beiden bestünde ein Schuldverhältnis zwischen D und G, dann käme welcher Anspruch in Frage, welcher vertragliche Anspruch? Ja, Idee? 280, 200. Ja,
Ja, natürlich. Ja, 281, 241, 2. Ganz genau, 281, 241, 2. Der käme in Frage. In der Tat ist es so, durch die Pfändung der Sache entsteht ein gesetzliches Schuldverhältnis zwischen dem Vollstreckungsgläubiger und dem Eigentümer. Das nimmt die herrschende Meinung tatsächlich an. Das ist doch gut vertretbar. Ja, also, wenn der die Sache pfändet, entsteht ein Schuldverhältnis zwischen dem G und dem Eigentümer der Sache, also hier spricht dem D. Und dieses Schuldverhältnis verpflichtet beide Parteien zur Rücksichtnahme auf die Rechtsgüter des jeweils anderen. Das ist so. So, jetzt ist die Frage, hat der G, dadurch, dass er hier versteigert hat, hat er eine solche Pflicht verletzt? Das ist die Frage. Hat er eine solche Pflicht verletzt hier? Und da müssten Sie jetzt einfach in den Sachverhalt gucken, weil da wird es Ihnen quasi auf dem Silbertablett serviert. Das müssten Sie auswerten einfach hier. Ja? Ja. Ja, ganz genau. Ja, also der hat begründete Zweifel, steht da drin. Also wir wissen zwar, weil Vogelperspektive, wir wissen ja, im Sachverhalt steht da drin, der ist Eigentümer der D, aber es ist jetzt so, aus Sicht des G stellt sich das warum auch immer so dar, dass an der Eigentümerstellung des D begründete Zweifel bestehen. Und wenn da begründete Zweifel bestehen, dann muss er nicht die Versteigerung stoppen. Ja, denn das gibt es halt ganz oft bei Versteigerungen, dass ein Dritter die Hand hebt und sagt, ey, eigentlich bin ich Eigentümer. Und wenn man dann immer schon stoppen müsste, dann könnte man nie irgendwas versteigern. Okay, also, deswegen liegt letztlich keine Pflichtverletzung des G vor, denn, wie gesagt, der hat sich nicht pflichtwidrig verhalten. Der musste zwar natürlich, sage ich mal, Rücksicht auf das Eigentum nehmen, aber wenn da begründete Zweifel bestehen, dann kann er schon die Versteigerung auch fortführen. So, wie sieht es denn aus mit diesem Anspruch hier aus der unechten GOA? Den Anspruch kennen Sie schon, ne? Gut. Welche zwei Voraussetzungen hat dieser Anspruch aus der unechten GOA? 687 Absatz 2 Satz 1, 681 Satz 2, 667 Variante 2. Welche zwei Voraussetzungen hat er? Wenn Sie in 687 2 1 reingucken. Ja? Hm? Genau, er muss ein fremdes Geschäft geführt haben, das können wir bejahen. Ne? Also der G hat mit dieser Versteigerung ein Geschäft des D geführt, denn natürlich obliegt ihm als Nicht-Eigentümer nicht die Versteigerung der Sache. Klaro. Und zweite Voraussetzung? Keine Berechtigung? Ja, Sie können sogar, sag ich mal, das ist richtig, keine Berechtigung, aber Sie können sozusagen noch zusammen, weil dann müssten Sie eine dritte Voraussetzung aufmachen. Keine Berechtigung könnten wir auch bejahen. Aber noch was in 687 2 ausdrücklich drin steht. Ja, wollen Sie es? Ja? Ja? Ja, aber das ist sozusagen, das geht wiederum, dieses fremdes Geschäft führen als sein eigenes, ist sozusagen die Abgrenzung zum Fremdgeschäftsführungswillen. Also die echte GOA setzt der Fremdgeschäftsführungswillen voraus und die angemaßte Eigengeschäftsführung nach 687 2 1 will uns quasi sagen, hier liegt kein Fremdgeschäftsführungswillen vor, sondern hier hat sich jemand was unter den Nagel gerissen. Und das geht alles im zweiten Tatbestandsmerkmal auf, nämlich? Ja? Ja, co-positive Kenntnis der Nichtberechtigung, ja? Er muss positiv wissen, dass er dazu nicht berechtigt ist. So, und das ist das Merkmal, an dem es hier natürlich scheitert. Ja, der G wusste ja nicht positiv, dass der dir nicht Eigentümer war. Wir haben ja gerade davor, haben wir gesagt, er hat es noch nicht einmal fahrlässig verkannt. Deswegen ist klar, dass wenn es hier positive Kenntnis geht, dass wir das natürlich verneinen müssen, selbstverständlich. So, wenn wir einen Anspruch hier prüfen aus der unechten GOA nach 687 2 1 6 81 Satz 2 667 Variante 2, denken Sie immer auch noch an welchen Anspruch aus der unechten GOA? Das ist ehrlich gesagt im Grunde eigentlich fast materielles BGB jetzt. Also das ist eine Anspruchskette, die Sie auch ganz normal bei der Veräußerung fremder Sachen immer durchprüfen müssen. Also natürlich, Sie werden sehen, dass die Prüfung jetzt im Weiteren Besonderheiten natürlich bereithält, deswegen machen wir es ja. Aber das würden Sie auch bei einer ganz stinknormalen Veräußerung fremder Sachen jetzt auch noch prüfen für einen Anspruch. Worauf verweist denn 687 Absatz 2 Satz 1 noch? Also klar, auf den 681, der dann weiter verweist auf 667, aber worauf verweist denn der 687 Absatz 2 Satz 1 noch, auf welchen Schadensersatzanspruch? Bitte. Auf 678. Ja, 678, ganz genau. Der Schadensersatzanspruch wegen
Übernahme verschulden. Das kennen Sie wahrscheinlich aus der Schuldrechtsvorlesung. Also wenn jemand ein Geschäft übernimmt, obwohl er erkennen muss, dass das nicht dem Willen des Geschäftsherrn entspricht, dann haftet er allein aufgrund der Übernahme. So, warum scheidet aber natürlich auch dieser Anspruch hier letztlich aus? Deswegen können Sie es auch in einem Satz machen in der Klausur. Warum scheidet natürlich auch dieser Anspruch aus? Zu leicht, zu schwer? Ja, wollen Sie es sagen, oder? Ja, also er handelt ja nicht wissentlich gegen. Genau, es ist wieder genau das Gleiche wie davor. Ja, natürlich, es wird auch auf 678 verwiesen, es ist aber genau das Gleiche wie davor auch. Ja, also natürlich kein positives Wissen um die Nichtberechtigung. Was Sie als nächstes prüfen können, ist, das macht einen super Eindruck, wenn Sie das auch noch haben, 985 in Verbindung mit 1247 Satz 2 analog. Warum scheidet aber auch dieser Anspruch aus? Kann er sagen, ich möchte hier, dass du mir den Pfanderlös gibst, denn ich bin ja Eigentümer am Pfanderlös, sagt der D zum G. Ja? Ja, durch die Ablieferung ist ja wieder der Gläubiger. Genau. Ganz genau, ja. Also der G wird sagen, sorry D, das mag mal so gewesen sein, dass du Eigentümer warst, analog 1247 Satz 2, nämlich in dem Moment, als der Erlös beim Gerichtsvollzieher war, aber noch nicht an mich ausgekehrt. Da mag das so sein. Aber in dem Moment, in dem der Erlös an mich ausgekehrt wurde, bin ich G Eigentümer geworden und du D bist raus. Deswegen, sorry, aber nein. So, jetzt haben wir die vertraglichen Ansprüche abgefrühstückt, die quasi vertraglichen und einen dinglichen Anspruch haben wir. Was könnte denn als nächstes für einen Anspruch in Frage kommen? Oder was würden Sie als nächstes für einen Anspruch prüfen? Also jetzt hier mit dem 1247 haben Sie jetzt nicht bei der Veräußerung fremder Sachen. Ja, was würden Sie bei der Veräußerung fremder Sachen in der Klausur für einen Anspruch prüfen als nächstes? Auch ein absolutes Standardding, was Sie einfach jedes Mal prüfen. Ja, eine Idee? Also es gibt doch diese 985, 861, 1004 oder 1004. Ja, gut, würde ich jetzt nicht für unvertretbar halten, wenn Sie jetzt irgendwie 1004 und 861 nochmal nehmen. Allerdings, also 985 ist ja, sage ich mal, die denkbar schärfste Form der Eigentumsbeeinträchtigung. Deswegen, wenn Sie 1004 nehmen, ist natürlich auch klar, würden Sie auch sofort rausfliegen, wo? 1004 würden Sie auch sofort wo rausfliegen, wenn Sie sagen, hey, du hältst mir das Eigentum vor oder was? Muss ich jetzt mal. Ja, beim Eigentum, beim fehlenden Eigentum, ist ja nicht Eigentümer. Ist ja nicht Eigentümer des Erlöses, deswegen würden Sie ganz genauso rausfliegen. Also ich sag mal, das ist zwar alles bestritten, aber man kann mit guten Gründen sagen, 985 ist letztlich einfach ein Spezialfall von 1004. Die Rechtsprechung sieht es ein bisschen anders, weil sie 1004 ein bisschen weiter ausdehnt. Aber zumindest ist 985 auch ein Anwendungsfall des 1004. Ja, weil 1004 ist eine Eigentumsbeeinträchtigung und die Eigentumsentziehung nach 985 ist die denkbar stärkste Form der Eigentumsbeeinträchtigung. Aber denken Sie ans EBV. Wie sieht es mit dem EBV aus? Welcher Anspruch kommt in Frage zumindest aus dem EBV? Das sollten Sie tatsächlich auswendig parat haben, würde ich sagen. Also ist, natürlich ist das sozusagen jetzt nicht, wir machen ja nicht EBV oder Sachenrechtsvorlesung, aber natürlich sind das halt Schnittstellen, die da sind. Also Sie können diesen Fall ohne Zwangsvollstreckungsrechtskenntnisse nicht lösen, aber Sie können es auch ohne BGB-Kenntnis nicht lösen. Deswegen ist das ein gemeiner Fall und deswegen ist es halt auch in Prüfungen so beliebt. Welcher EBV-Anspruch kommt in Frage? Ja? Ja, natürlich, 89, 99, selbstverständlich, ganz genau. Ist ja auch gar nicht unplausibel, ne? Also der D war ja schließlich Eigentümer dieser Pfandsache. Und jetzt könnte man ja ohne weiteres sagen, normalerweise ist es ja so, also wenn Sie mir irgendwie eine Sache klauen, ja, oder ich Ihnen eine Sache leihe oder was auch immer, und wenn Sie die dann veräußern, dann ist das ja eine Eigentumsbeeinträchtigung. Ja, wenn Sie die Sache einfach weggeben und die ist dann nicht mehr herauszugeben. Und genauso kann man hier natürlich auch sagen, naja, also der D war ja Eigentümer, der G war also zumindest mal mittelbarer Besitzer der Sache. So, und jetzt hat der G die einfach versteigert. Das ist doch eine Eigentumsbeeinträchtigung, könnte man sagen. Und ein Schaden ist dadurch entstanden, dass der D sein Eigentum an den E verloren hat. Wäre doch absolut plausibel. Allerdings, und das können Sie jetzt nicht wissen, das ist eben eine Besonderheit von dieser Fallgestaltung, die herrschende Meinung sagt, dass Ansprüche aus dem EBV gesperrt sind, weil das Zwangsvollstreckungsrecht das EBV sperrt. Also in dem Moment, wo gepfändet wird,
sagt, die herrschende Meinung ist 771 ZPO vorrangig. Ja, und da geht es eben nicht mehr nach EBV, sondern geht es eben nach Prozessrecht, da ist 771 ZPO vorrangig. Wie gesagt, das können Sie jetzt, also 89 müssen Sie finden, das ist klar, aber diese Sonderbegründung, sage ich jetzt mal, die habe ich jetzt halt aus dem Hut gezaubert. Das ist halt so, müssen Sie einfach merken. Nach herrschender Meinung sind Ansprüche aus 1985 und 1004 und 1989 und so weiter gesperrt, sobald hier die Sache gepfändet wurde. Gut, aber man könnte sich ja auch 23.1 überlegen. Warum greift der nicht? Warum greift 823.1 nicht? Ja? Ja, ganz genau. Dem G fällt ja kein Verschulden zur Last. Der hatte ja, wie gesagt, begründete Zweifel an der Eigentümerstellung des D. Wie sieht es aus mit einem Anspruch aus 823.2 in Verbindung mit 858? Ja? Die keine verbotene Eigenmacht vor. Und natürlich halt auch wieder kein Verschulden, ne? Ganz klar. Also durch den Gerichtsvollzieher ist keine verbotene Eigenmacht und Verschulden haben wir auch nicht. So, nicht ganz einfach ist die folgende Anspruchsklage 816.1.1. Das ist nicht ganz einfach. 816.1.1. Die Anspruchsgrundlage müssen Sie natürlich kennen. Das ist eine 5-Sterne-Anspruchsgrundlage fürs Staatsexamen. Also klassischer Fall von 816.1.1 ist ja die Veräußerung fremder Sachen. Also wenn ich Ihnen was ausleihe, ich leihe Ihnen mein Fahrrad aus und Sie veräußern es an den gutgläubigen D, sagen wir mal, und D erwirbt Eigentum, dann habe ich nach 816.1.1 einen Anspruch gegen Sie. Wobei umstritten ist, ob das der Veräußerungserlös ist, den ich herausverlangen kann, oder ob Sie nur die Befreiung der Verbindlichkeit aus dem Kaufvertrag erlangt haben, mit der Folge, dass ich letztlich den Marktwert der Sache ersetzt verlangen kann. Aber das ist ein klassischer Anspruch, also klassischer Fall für 816.1.1. Und natürlich drängt sich deswegen hier auch die Frage auf, ist das nicht auch ein Fall für 816.1.1? Also ne, in diesem gutgläubigen Erwerbfall ist klar, denn da haben Sie eine Verfügung getroffen über die Sache, die ist mir gegenüber wirksam, denn der dritte D hat ja gutgläubig Eigentum erworben und Sie waren nicht berechtigt und deswegen sind Sie mir zur Herausgabe des Erlangten verpflichtet. So könnte man ja hier auch sagen. Könnte auch sagen, ja, der hat die Sache versteigern lassen, der G, der hat die Sache versteigern lassen. Und war nicht berechtigt. Und das Ganze ist wirksam gegenüber dem D, denn der hat ja sein Eigentum verloren. So, und deswegen Herausgabe des Erlangten, also sprich Herausgabe des Versteigerungserlöses. Es gibt zwei Gründe, oder man kann sich zwei Gründe überlegen, warum hier der 816.1.1 nicht greift. Haben Sie eine Idee? Das war der erste Grund. Ja, eine Idee. Genau, das ist das Erste. Das finde ich zwar relativ flach, zwar, aber das kann man ohne weiteres in die Klausur schreiben und sollten Sie auch in die Klausur schreiben, unbedingt. Ja. Also, man kann sagen, eine öffentliche Versteigerung, die der hier vorgenommen hat, der Gerichtsvollzieher, das ist eben halt keine Verfügung, keine rechtsgeschäftliche Verfügung im Sinne von 816.1.1. Ich finde zwar, dass damit sozusagen eigentlich das Ganze noch nicht tot ist, ehrlich gesagt, denn man könnte ja zumindest mal sagen, ja gut, dann wenden wir ihn dann analog an. Ja, Interessenlage ist die gleiche, könnte man ja auch sagen. Aber wenn Sie jetzt mal ganz, ganz genau sind, und sich nochmal diesen zeitlichen Ablauf überlegen, wer wann was erlangt hat, wer wann was Eigentümer war. Normalerweise also beim Erwerb oder bei der Veräußerung beweglicher Sachen, da ist es ja im Grunde tatsächlich so, ne, dann veräußert jemand eine Sache und er kriegt dann einen Veräußerungserlös dafür. Bäm, das war's. So, wie ist es hier? Was hat oder was soll denn der G, also der Schuldner G hier, der Vollstreckungsgläubiger G, was soll der denn erlangt haben? Durch die Versteigerung. Selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, das sei eine Verfügung. Ja, also lassen wir das mal hier beiseite, mit dem, dass das keine Verfügung ist. Wenn wir mal davon ausgehen, das sei eine. Was hätte der denn erlangt, zunächst mal unmittelbar der G, durch diese Verfügung? Ja? Ja, okay, das könnte man sagen, den mittelbaren Besitz am Erlös. Und damit wäre ja, also wenn das quasi das Erlangte wäre, dann wäre ja dem D nicht viel geholfen. Ne? Würde er den mittelbaren Besitz am Erlös kriegen, er will natürlich das Eigentum haben. Und hat denn der Vollstreckungsgläubiger das Eigentum erlangt? In dem Moment ja noch nicht, denn? Es findet ja zuerst die dingliche Surrogation statt. Ja? Also es war ja so, unmittelbar durch die Versteigerung hat der G noch nichts erlangt. Denn es war ja so, dass hier zunächst mal vor der Auskür des Erlöses der D-Eigentümer war.
Deswegen unmittelbar durch die Versteigerung der Sache hatte der G noch nichts auf Kosten des D erlangt. Das ist erst später passiert durch die Erlösauskehr. Aber noch nicht durch die Versteigerung, deswegen auch nicht durch die in Anführungszeichen Verfügung. Okay, ich würde zwar ehrlich gesagt meinen, dass man auch darüber wegkäme, wenn man das denn wollen würde, aber man will es halt nicht. So, das heißt, letztlich bleibt welche Anspruchsgrundlage? Und das ist die, wo sozusagen jetzt die Musik spielt. Also ich würde mal vielleicht sagen, wenn Sie das jetzt alles haben, alle Anspruchsgrundlagen haben, haben Sie vielleicht 55-60% der Klausur. Der ganze Rest spielt bei der restlichen Anspruchsgrundlage. Nämlich welche natürlich. Wir haben ja schon gesagt, dass der D vom G was kriegen muss, haben wir ja gesagt. Wir sind aber bisher noch nicht so richtig auf den grünen Zweig gekommen, denn wir haben bei allen Anspruchsgrundlagen ein fettes Minus stehen. Ja? 8,12 Absatz 1, Satz 1, zweite Variante. Ja, korrekt, genau. Die allgemeine Eingriffskondition. Ja, 8,12, 1, 1, 2. 8,12, 1, 1, 2. 812 112, die allgemeine Eingriffskondition, die hat welche Tatbestandsmerkmale? Was prüfen Sie bei einer Eingriffskondition? Bitte? Ja, genau, das lassen wir rausgenommen. Genau. Ja, also in sonstiger Weise, genau, also nicht durch Leistung. Genau, also etwas erlangt, nicht durch Leistung, auf Kosten hier, wie Sie richtig gesagt haben, das D, ohne Rechtsgrund, ganz genau. Das prüfen wir jetzt einfach mal gemeinsam. Also, was hat denn hier der G erlangt? Was hat der G erlangt? Was hat der G erlangt? Ja? Ganz genau. Eigentum am Erlös durch Hoheitsakt und natürlich selbstverständlich auch den unmittelbaren Besitz. Ja, ganz genau. Besitz und Eigentum am Versteigerungserlös. Ja, das heißt, der Anspruch des D gegen G ginge auch worauf? Worauf ginge der Anspruch? Also wenn Sie das Anspruchsziel formulieren, was ist das Anspruchsziel? Worauf ginge der Anspruch? Ja? Genau, Übergabe und Übereignung, ganz genau. Übergabe und Übereignung des Versteigerungserlöses, ganz genau, ganz genau. Natürlich können Sie auch sagen, Herausgabe und Übereignung ist genauso gut. Herausgabe ist ja die Übertragung des Besitzes und Übereignung, also Übergabe und Übereignung, ganz genau. Also, das hat er erlangt. In sonstiger Weise? Ja, nicht durch Leistung, ne? Liegt keine Leistung vor. So, nicht ganz so leicht, oder da, das heißt nicht ganz so leicht, aber da müssen Sie ein bisschen aufpassen, wie sieht es denn aus, hat er das auf Kosten des D erlangt? Hat der Besitz und Eigentum am Versteigerungserlös auf Kosten des D verlangt, des D erlangt? Da müssen Sie jetzt ein kleines bisschen aufpassen. Denn die Versuchung ist da, zu sagen, ja klar, der D war ja früher Eigentümer des Fernsehers. Aber darauf kommt es halt hier nicht an, sondern hat der Besitz und Eigentum am Versteigerungserlös auf Kosten des D erlangt. Bitte? Naja, vor der Auskehr war eben der D Eigentümer des Erlöses. Genau so ist es. Ja. Vor der Auskehr des Erlöses war ja der D analog 1247 Satz 2 Eigentümer. Aber das müssen Sie eben, den müssen Sie erbringen. Ja, also der D war Eigentümer des Erlöses, weil der Erlös an die Stelle seines Eigentums am Fernseher getreten war. Und dieses Eigentum hat der D verloren, als der Erlös an den G ausgekehrt wurde. Denn da hat der G ja Kraft Hoheitsaktes, wie wir gesagt haben, Eigentum erworben. Okay? So, und jetzt, wie gesagt, das sind schon zwei, also mit dem etwas erlangt, würde ich sagen, das kann man leisten. Das ist schon eine deutliche Denkleistung auf Kosten des D. Weil ich sage mal, also viele sehen es gar nicht, aber die es sehen, da schreiben einfach ganz viele, ja klar, der D war ja Eigentümer des Fernsehers. Aber wenn sie genau sind, kommt es darauf eben nicht an. So, und jetzt geht's los. Das heißt, geht's los, aber jetzt kommt der Hauptteil des Falls gewissermaßen, ohne Rechtsgrund. Was könnte denn hier ein Rechtsgrund sein für den G, dafür, dass der Besitz und Eigentum am Erlös behalten darf, sage ich auch schon Fernseher, am Erlös behalten darf. Ja? Der öffentlich-rechtliche Vertrag begründet einen Rechtsgrund für den E, für den Erwerber E, dass er das Eigentum am Fernseher kriegt. Genau, und wie könnte der, was könnte ein Rechtsgrund sein für den Pfändungsgläubiger G? Ja? Das Pfändungspfandrecht, na klaro. Ja, Rechtsgrund könnte ein Pfändungspfandrecht sein. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier die Frage stellen,
besteht denn hier ein Pfändungspfandrecht zugunsten des G? Ja, oder bestand hier ein Pfändungspfandrecht zugunsten des G? Ja, bestand hier ein Pfändungspfandrecht zugunsten des G? Denn wenn eins bestünde, wenn eins bestanden hätte, dann wäre er natürlich auch zur Verwertung berechtigt gewesen. Klar, ne? Also müssen wir uns fragen, bestand hier ein Pfändungspfandrecht am Fernseher zugunsten von G? So. Jetzt müssen wir die Theorien anwenden. Wir lassen die privatrechtliche mal raus. Ja, die würde in dem Fall hier das Gleiche sagen wie die gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtliche. Nämlich was? Was sagt die gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtliche Theorie? Was würde die hier sagen? Ist in diesem Fall ein Pfändungspfandrecht zugunsten von G entstanden? Deswegen habe ich es mal wiederholt am Anfang der Stunde, weil wir jetzt quasi zu dieser Frage kommen. Was sagt die gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtliche Theorie? Oder ich bringe sie mal zum Ergebnis hin und Sie sagen mir, warum das rauskommt. Warum sagt die gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtliche Theorie, dass hier kein Pfändungspfandrecht entstanden ist? Aus einem ganz einfachen Grund. Wie gesagt, nochmal, die gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtliche Theorie, die erkennt zwar an, dass der Pfändungsvorgang natürlich öffentlich-rechtlicher Natur ist, weil es ja eine Verpfändung durch den Gerichtsvollzieher ist, das ist klar. Aber die sagt trotzdem, die gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtliche Theorie sagt trotzdem, dass das Wesen des Pfandrechts privatrechtlicher Natur ist. Deswegen, warum kann hier nach der gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtlichen Theorie ganz klipp und klar kein Pfändungspfandrecht zugunsten von G entstanden sein? Bitte. Also man kann ja auch nur privatrechtlich eine Sache verpfänden, die einem gehört. Ja. Also ein schuldnerfremdes Eigentum, man kann kein Pfändungspfandrecht. Ganz genau. Hier wurde schuldnerfremdes Eigentum gepfändet. Ja, der Schuldner war ja der S und der Eigentümer des Fernsehers war ja der D. Das diskutieren wir ja die ganze Zeit. Und wenn die Sache nicht dem Schuldner gehörte, sondern dem dritten D oder einem dritten hier dem D gehörte, dann kann eben kein Pfandrecht an der Sache entstehen. So einfach ist das. Genau wie man nach 1205 BGB nicht einfach eine fremde Sache weggeben kann und daran entsteht ein Pfandrecht, das passiert eben nicht. Das passiert allenfalls nach 1207, aber der 1207 ist ja hier nicht anwendbar, weil wir ja keine rechtsgeschäftliche Verpfändung haben. Deshalb kann hier nach der gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtlichen Theorie kein Pfändungspfandrecht entstehen. Das heißt, nach dieser Theorie wäre der Erwerb rechtsgrundlos, ja, und G müsste leisten. Ja, G müsste blechen. Okay, und D hätte Erfolg. Und wir hätten mit unserer Theorie, dass der G was an den D bezahlen muss, hätten wir recht gehabt. Was sagt die öffentlich-rechtliche Theorie? Was würde die öffentlich-rechtliche Theorie hier tun? Was würde die öffentlich-rechtliche Theorie machen? Ja? Die stellt ja nur auf öffentliches Recht ab. Genau. Also quasi Pfändungspfandrecht entsteht, wenn Verstrickung eingetreten ist. Mhm. Und tritt eine Verstrickung ein, wenn eine schuldnerfremde Sache gepfändet wird? Also wenn sie nicht nichtig ist, dann ja. Und ist die Pfändung nichtig, wenn eine schuldnerfremde Sache gepfändet wird? Natürlich nicht, selbstverständlich nicht. Ja, sonst können wir uns mit dem 771 nicht schenken, aber ist klar, dass das nicht so ist. Es ist ja noch nicht mal ein Verfahrensfehler, wenn der schuldnerfremde Sache gepfändet wird. Der Gerichtsvollzieher muss das ja gar nicht prüfen. Ne? Also völlig richtig, die öffentlich-rechtliche Theorie sagt, wenn Verstrickung eintritt, ja, dann haben wir auch ein Pfändungspfandrecht. Ja, deswegen will die öffentlich-rechtliche Theorie hier sagen, Pfändung ist ja nicht nichtig und deswegen Pfändungspfandrecht plus. Aber natürlich erkennt auch die oder kennen auch die Vertreter der öffentlich-rechtlichen Theorie, dass das ein komisches Ergebnis wäre, wenn der GEC den Erlös behalten könnte. Deswegen sagt die öffentliche rechtliche Theorie halt was? Das ist die, in Anführungszeichen, geniale Pirouette der öffentlich-rechtlichen Theorie, wie man sich da wieder raustrickst. Natürlich ein Stück weit auch konsequent. Also hatten wir auch so besprochen eingangs, das ist quasi jetzt eine Anwendung auf den Fall. Also ich erwarte von Ihnen jetzt nichts, was ich aus der Tasche ziehe. Ja? Hm? Wenn es nur öffentlich-rechtlich ist, dann ist es nicht privatrechtlich. Ja, genau, ist ja alles öffentlich-rechtlich. Deswegen ist es ja auch nicht privatrechtlich, deswegen kann es im Sinne von 812 Absatz 1 auch gar kein Rechtsgrund sein. Ja, das ist der Trick der öffentlich-rechtlichen Theorie. Das heißt, diese Pfändungspfandrechtstheorien, die kommen hier zum selben Ergebnis, nämlich, dass kein Pfändungspfandrecht besteht und dass deswegen auch kein Rechtsgrund entsteht. Okay? Und das bedeutet, ein Anspruch aus 812 Absatz 1, Satz 1, Variante 2 besteht. Logisch hier? Also wie gesagt, ich hätte dir versprochen, das ist ein bisschen abstrakt, wenn man das mit diesen Pfändungspfandrechtstheorien so liest und so bespricht, also abstrakt bespricht. Am Fall wird es besser klar.
logisch, warum die zum gleichen Ergebnis kommen. Also wie gesagt, völlig anderer Ansatz. Ne? Der Ansatz der Privatrecht, also gemischt privatrechtlich, öffentlich-rechtlichen Theorie ist der, dass sie sagen, hier entsteht kein Pfändungsbandrecht. Hier wurde eine schuldnerfremde Sache gepfändet. Die öffentlich-rechtliche Theorie, die sagt, ja, ja, doch, klar entsteht ein Pfändungsbandrecht. Ist ja alles öffentlich-rechtlich und verstrickt wurde die Sache ja, selbstverständlich. Pfändung war ja nicht nichtig. Aber, ist ja alles öffentliches Recht und was öffentliches Recht ist, kann auch kein Rechtsgrund zum Behalten dürfen im Sinne von 812 Absatz 1 sein. Ja? Gut. Damit sind wir mit der ersten Frage durch und müssen uns jetzt noch mit der zweiten Frage beschäftigen, nämlich mit dem prozesstaktischen Vorgehen. Es steht ja drin, was ist dem D zu raten? Wir erinnern uns, der D hatte ja eine Drittwiderspruchsklage eingelegt. Das ist ja der Stand. Ne? Also das, die Ansprüche, die materiellrechtlich haben wir jetzt durchgeprüft, aber er ist ja nach wie vor zunächst mal Kläger einer Drittwiderspruchsklage. Das ist ja der Stand. So, und die war ja, wie gesagt, ursprünglich zulässig und begründet. Zulässig war sie eh und begründet war sie auch, denn der war ja Eigentümer dieser gepfändeten Sache. So, jetzt war es aber, oder ist es blöd weitergegangen, ne? Der Versteigerung hat ihren Lauf genommen, wie gesagt, und er hat sein Eigentum am Fernseher verloren, Eigentumerlös hat er auch nicht. Er hat jetzt, wie wir gesagt haben, nach 812.1.1 Variante 2 einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Erlöses, aber im Moment hängt er noch mit seiner Drittwiderspruchsklage da fest. So, deswegen stellt sich die Frage, was macht er jetzt? Möglichkeit 1 ist natürlich die, dass er einfach die Klage nach 771 Absatz 1 aufrechterhält. So, warum wäre das ein schwerer Fehler? Warum kann er nicht einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, na gut, ich behalte es einfach mal aufrecht und guck mal, was passiert und meinen materiellrechtlichen Anspruch klage ich vielleicht mal später ein oder was? Im Grunde eigentlich sogar aus zwei Gründen. Ich habe jetzt nur einen auf der Folie drauf, aber aus zwei Gründen. Warum wäre das völliger Unsinn, wenn der das aufrechterhalten würde nach 771? Zunächst mal die einfachere Frage, wäre denn die Klage begründet? Würde er da gewinnen mit? Wäre die Klage begründet? Einfachere Frage, wäre die Klage begründet? Also ich würde meinen, sie ist nicht mehr begründet. Warum nicht? Steht ihm denn noch ein Drittinterventionsrecht zu? Nö, er hat auch sein Eigentum verloren. Ist ja nicht mehr Eigentümer. Das heißt, es steht ihm kein Drittinterventionsrecht zu. Noch weitergehend, und das ist das, was ich auf der Folie habe, warum ist die Klage nach 771 unzulässig geworden? Warum ist sie mittlerweile sogar unzulässig? Welche Zulässigkeitsvoraussetzungen prüfen Sie bei 771? Welche Zulässigkeitsvoraussetzungen prüfen Sie bei 771? Ja? Statthaftigkeit, Zuständigkeit, Rechtsschutzbedürfnis. Also Statthaftigkeit könnte man immer noch sagen, das passt schon irgendwie. Ne? Also es ist ein Drittinterventionsrecht, auf das er sich zumindest beruft. Ja, dass es ihm nicht mehr zusteht, okay, aber er beruft sich drauf. Zuständigkeit wird wohl auch noch gegeben sein. Ne? Also die Zuständigkeit hat es vielleicht nicht gewechselt. Was ist mit dem Rechtsschutzbedürfnis? Ja? Das besteht ja nicht mehr, weil die Pfändung schon fertig ist. Weil die Zwangsvollstreckung beendet ist. Warum ist die Zwangsvollstreckung beendet? Weil... Genau so. Ja, wir haben ja gesagt, es gibt einen zeitlichen Korridor beim Rechtsschutzbedürfnis. Ab Beginn bis zur Beendigung der Zwangsvollstreckung. Die Zwangsvollstreckung muss begonnen haben oder zumindest unmittelbar bevorstehen. Und sie darf noch nicht beendet sein. Und wir haben gesagt, beendet ist sie im Moment der Erlösauskehr. Und das ist aber jetzt hier mal passiert. Das war in allen unseren Fällen, die wir bisher hatten, nie so. Wäre ja auch blöd, wenn die Klage unzulässig ist und man dann direkt rausfliegt. Aber hier wäre es eben so. Der Erlös ist ausgekehrt, deswegen ist die Zwangsvollstreckung beendet. Und deswegen ist diese Klage nachträglich unzulässig geworden. Das bedeutet, der G würde ganz einfach verlieren. Ja, er würde verlieren, die Klage würde abgewiesen werden und er würde halt nach 91 Absatz 1 die Prozesskosten tragen. Ja, und gewonnen hätte er gar nichts. Ja, also den Erlös hätte er immer noch nicht und er hätte einfach nur hier schön Prozesskosten am Hals. Das wäre alles, was er in Anführungszeichen erreicht hätte. So, was kann er stattdessen machen? Was kann er oder sollte er stattdessen machen? Also das ist nicht ratsam, wie gesagt. Ne? Aber was kann er oder sollte er stattdessen machen? Und das ist jetzt einfach allgemeine ZPO. Also was er sozusagen nicht mehr hat, ist ein Rechtsschutzbedürfnis nach 771 ZPO. Das hat er nicht mehr, haben wir gesagt. Was er aber hat, das haben wir in der Frage 1 geprüft, er hat ja einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung dieses Versteigerungserlöses. Was macht er also? Wenn man das ursprüngliche Klageziel nicht mehr verfolgen kann,
aber ein anderes Klageziel erfolgreich verfolgen kann, dann macht man was? Man ändert seine Klage. Schauen Sie mit mir mal gemeinsam rein in 263, 264. So, hier heißt es in 263, nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit ist eine Änderung der Klage zulässig, wenn der Beklagte einwilligt oder das Gericht sie für sachdienlich erachtet. Also ne, normalerweise kann man seine Klage nicht einfach ändern, wenn man lustig ist. So, nach der Rechtshängigkeit ist es so, da muss entweder der Beklagte einwilligen oder das Gericht muss sagen, ja, das halten wir für sachdienlich. Also normalerweise kann man nicht einfach lustig tralala die Klage ändern. Aber jetzt schauen Sie mit mir in 264 rein. Da ist es, als eine Änderung der Klage ist es nicht anzusehen, wenn ohne Änderung des Klagegrundes, und jetzt Nummer 3, statt des ursprünglich geforderten Gegenstands wegen einer später eingetretenen Veränderung ein anderer Gegenstand oder das Interesse gefordert wird. So, und das haben wir ja, ne? Ja, er würde umstellen, würde sich eben nicht mehr auf sein Eigentum berufen, sondern würde sich jetzt auf seinen Anspruch nach 812.1.1 Variante 2 berufen. Das ist sozusagen das Interesse in diesem Sinne. Ganz, ganz kurze Kleinigkeit hier. Fällt Ihnen was auf beim 264 ZPO? Da ist als eine Änderung der Klage ist es nicht anzusehen, wenn, und dann kommt jetzt hier, wenn statt des ursprünglich geforderten Gegenstands wegen einer später eingetretenen Veränderung ein anderer Gegenstand gefordert wird. Da stimmt doch was nicht, oder? Das ist jetzt zwar für unseren Fall hier nicht mehr relevant, aber das ist sozusagen das allgemeine ZPO, was ich Ihnen noch kurz mitgeben möchte. Also stimmt das, was jetzt hier drin steht? Als eine Änderung der Klage ist es nicht anzusehen. Da heißt es hier, wenn statt des ursprünglichen geforderten Gegenstands ein anderer Gegenstand gefordert wird. Das ist doch Quatsch, natürlich ist das eine Klageänderung. Also der 264, man muss sagen, der 264, der hat drei Nummern hier. Bei der ersten Nummer, da stimmt's. Wenn da drin steht, als eine Änderung der Klage ist es nicht anzusehen, wenn ohne Änderung des Klagegrundes die tatsächlichen oder rechtlichen Anführungen ergänzt oder berichtigt werden. Das stimmt, das ist tatsächlich keine Klageänderung. Die Nummer 2 und 3. Da ist es aber anders. Bei Nummer 2 und 3 müsste 264 eigentlich richtig lauten, als stets zulässige Klageänderung ist es anzusehen. Ja, denn natürlich ist es eine Klageänderung, wenn ich, sagen wir mal, jetzt hier statt 771 hier Übergabe, Übereignung verlange. Natürlich ist es eine Klageänderung. Wie gesagt, bei Nummer 1, da stimmt es, das ist tatsächlich keine Klageänderung. Bei Nummer 2 und 3 muss man 264 so lesen, dass man liest, als stets zulässige Änderung der Klage ist es anzusehen. Okay, für unseren Fall aber nicht so furchtbar wichtig. Klar ist auf jeden Fall, der kann hier nach 263, 264, Nummer 3, kann der hier die Klage ändern. Okay? Das nennt man verlängerte Drittwiderspruchsklage, nennt man das Ganze. Ja? Verlängerte Drittwiderspruchsklage. Ich weiß, ob Sie es schon mal gehört haben. Verlängerte Drittwiderspruchsklage. Das wäre ratsam. Alles klar? Schwerer Fall, aber wie gesagt, kommt in regelmäßigen Abständen 1:1 genauso im Examen dran. Und wie Sie sich denken können, sieht man nicht gut aus, wenn man diesen Fall noch nie gesehen hat vorher. Gut, alles klar, gut. Dann gucken wir uns einen weiteren Fall an, nämlich diesen hier. S ist Eigentümer eines Luxusfernsehers, der bei ihm neben einem gewöhnlichen Fernseher im Wohnzimmer steht. Am 5. Dezember 2023 wird dieser, also der Fernseher, von G1 gepfändet, ohne dass S der Titel zugestellt wird. Am 7. Dezember 2023 wird der Fernseher von G2 ordnungsgemäß gepfändet. Am 8. Dezember 2023 holt G1 die Zustellung nach. Welches Pfandrecht hat den besseren Rang? Das ist jetzt ein sehr entschlackter Fall, ein sehr kurzer Fall. Aber wir müssen uns was dazu überlegen. Also wir müssen diesmal auch nicht Zulässigkeit und Begründetheit prüfen und auch nicht irgendwelche 1000 Ansprüche. Deswegen ist es sehr viel kürzer als unser Fall 9. Aber wir müssen uns was überlegen. Welches Pfandrecht hat den besseren Rang? Also wir haben hier den G1. Ne? Und der G1, der pfändet am 5.12.23, aber ohne Titelzustellung. Also man kann mal schon mal sagen, verfahrensfehlerhaft pfändet der am 5.12. Der holt das am 8.12. zwar nach, diese Zustellung, das holt er nach, aber zwischenzeitlich ist der Fernseher schon von G2 gepfändet worden, also von einem anderen Gläubiger, und zwar am 7. Dezember. So, und jetzt ist die Frage, welches Pfandrecht hat den besseren Rang? Welches Pfändungspfandrecht hat den besseren Rang? So, um das lösen zu können, brauchen wir einen Ausgangspunkt. Nämlich einen Ausgangspunkt, wonach sich denn ein Rang überhaupt richtet. Wonach richtet sich denn, welches Pfandrecht den besseren Rang hat. Kann man das jetzt einfach mal so würfeln, oder? Ja? Ja, genau, Prioritätsprinzip. 804 Absatz 3 ZPO. Ich blende es Ihnen ein und wir lesen es nochmal ganz kurz gemeinsam. 804 Absatz 3, das Prioritätsprinzip, wie man das ja sowieso dauernd hat im BGB.
auch wenn es jetzt hier in der ZPO steht, aber das ist also ein zwar teilweise bestrittener, aber weitgehend in Stein gemeißelter Grundsatz des deutschen Rechts hier. 804 Absatz 3, da heißt es, das durch eine frühere Pfändung begründete Pfandrecht geht demjenigen vor, das durch eine spätere Pfändung begründet wird. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Das Pfandrecht, was zuerst entstanden ist, hat den besseren Rang als eines, was nachträglich entstanden ist. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, welches Pfandrecht ist denn zuerst entstanden? Und da gucken wir jetzt einfach mal wieder an, was denn die Theorien dazu sagen würden zu diesem Fall. Und wenn die hier mal zum anderen Ergebnis kommen sollten, dann müssten wir eine Streitentscheidung vornehmen. Mussten wir eben nicht, weil sie zum gleichen Ergebnis kamen, aber hier müssten wir uns entscheiden, wenn die zu einem anderen Ergebnis kämen. Was würde die gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtliche Theorie sagen? Was würde die gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtliche Theorie sagen? Hat nach der gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtlichen Theorie der G1 bei seinem ersten Pfändungsversuch, so nenne ich es mal, am 5. Dezember ein Pfandrecht erworben? Nach der gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtlichen Theorie. Ja? Nein, weil ein Pfändungsantrag entsteht nur bei einer rechtmäßigen Pfändung. Genau, ja, ganz genau, völlig richtig. Die gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtliche Theorie sagt ja, ein Pfändungspfandrecht entsteht nur dann, wenn erstens die materiellrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, also sprich, wenn die Forderung besteht und wenn der Schuldner Eigentümer der Sache war, und wenn zweitens die wesentlichen Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. Und das ist hier nicht der Fall gewesen am 5.12., denn der Titel wurde ja nicht zugestellt, sodass welche wesentliche Verfahrensvorschrift nicht eingehalten wurde? Ja? Genau, und welche ist das? 57.1.1. Ja, 57.1.1. Das bedeutet, zugunsten des G1 ist nach der gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtlichen Theorie erst wann ein Pfändungspfandrecht entstanden? Ja? Am 8. Genau. Ja, also da ist dann zwar auch eins entstanden, denn die Pfändung war ja nicht nichtig hier am 5.12. Das heißt, geheilt werden konnte das durchaus, aber das Pfändungspfandrecht ist eben nach dieser Theorie erst am 8.12.2023 entstanden. So, das heißt, die gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtliche Theorie, die käme hier zu einem Vorrang von welchem Gläubiger? Ja? G2, na klar. Ne? Weil die würde ja sagen, ja, Pfändungspfandrecht für G2 gab es schon am 7., der hat ja verfahrensfehlerfrei gepfändet und deswegen Vorrang für G2. Ja, das wäre das Ergebnis, zu dem die gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtliche Theorie hier käme. So, was würde denn die öffentlich-rechtliche Theorie sagen? Was würde die öffentlich-rechtliche Theorie hier sagen? Was sagt die öffentlich-rechtliche Theorie, bitte? Dass das Pfändungspfandrecht schon besteht, wenn Verstreckung eintritt. Ja. Und eben die also Verstreckung tritt eben immer dann ein, wenn die Pfändung nicht richtig ist. Korrekt. Das ist hier kein Richtigkeitsgrund, die Pläne zu schaffen. So ist es. Das heißt, die öffentlich-rechtliche Theorie käme hier zu einem Vorrang für wen? Ganz genau so ist es. Ja, also die öffentlich-rechtliche Theorie, die sagt ja, wenn die Pfändung nicht nichtig ist, also sprich, wenn Verstrickung eintritt, dann tritt auch, weil alles öffentlich-rechtlich, auch ein Pfändungspfandrecht ein. Und weil hier keine Nichtigkeit vorliegt, ja, Verstoß gegen 57 ist zwar nicht so toll, aber begründet ja nicht die Nichtigkeit der Pfändung, ist nach der öffentlich-rechtlichen Theorie am 5.12.2023 ein Pfändungspfandrecht zugunsten von G1 entstanden, sodass die öffentlich-rechtliche Theorie tatsächlich dazu kommt, dass hier G1 den Vorrang genießt. Wir müssen also eine Stellungnahme abgeben. Wir müssen uns entscheiden. Privatrechtlich, öffentlich-rechtliche Theorie sagt Vorrang für G2. Öffentlich-rechtliche Theorie sagt Vorrang für G1. So, was würden Sie meinen? Welche Theorie ist die bessere? Das müssen wir uns jetzt hier zu Gemüte führen und müssen wir uns entscheiden. Also ich würde Ihnen immer empfehlen, in der Klausur der gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtlichen Theorie zu folgen. Also ich würde mal sagen, also ein Argument sollten Sie eigentlich hier schon aus dem Fall rauslesen können. Das finde ich sogar eigentlich das wichtigste Argument. Es geht ja immer um die praktischen Ergebnisse. Irgendwelche dogmatischen Überlegungen sind nice, aber nicht so wichtig. Wichtig ist immer, wie ist das praktische Ergebnis? Und welches praktische Ergebnis überzeugt Sie denn hier mehr? Und das finde ich ziemlich klar. Ja? Ja, es ist ja schon, oder es sollte ja im Interesse des Rechtsstaats sein, dass derjenige irgendwie befürwortet wird,
der seine Pfändung dann eben auch ordnungsgemäß vorbereitet ja, natürlich. Hat und alles irgendwie am Start hat, anstatt dass erstmal einer losrennt. Selbstverständlich. Genau. Wenn man das so machen würde wie die öffentlich-rechtliche Theorie, dass man sagt, naja, also Pfandrecht, was durch eine verfahrensfehlerhafte Pfändung entstanden ist, das hat trotzdem den besseren Rang, dann würde man natürlich einen ganz erheblichen Anreiz schaffen, dass solche Pfändungen vorgenommen werden, also solche verfahrensfehlerhaften Pfändungen vorgenommen werden. Denn dann hat man ja immerhin schon mal ein Pfandrecht da, als Gläubiger. Und das will man natürlich nicht haben. Also man will doch nicht den Gläubiger begünstigen, der verfahrensfehlerhaft pfändet, ja, sondern beim Rang soll derjenige Gläubiger privilegiert werden, der verfahrensfehlerfrei gepfändet hat. So, das ist eigentlich nur das wichtigste Argument. Das habe ich jetzt zwar als letztes erst auf der Folie, aber das ist eigentlich das wichtigste Argument. Was Sie außerdem auch noch sagen können, jetzt mal sozusagen rein dogmatisch, was natürlich klar gegen die öffentlich-rechtliche Theorie spricht, ist, dass das Pfändungspfandrecht nach der öffentlich-rechtlichen Theorie ja überhaupt keine selbstständige Bedeutung hat. Wenn die sagen, ja immer schon dann, wenn Verstrickung eintritt, tritt auch das entsteht auch ein Pfändungspfandrecht einerseits, das heißt, bei der Entstehung hat es sozusagen keine selbstständigen Entstehungsvoraussetzungen. Und wenn die öffentliche rechtliche Theorie andererseits sagt, wie wir eben bei Fall 9 gesehen haben, ja, ein Rechtsgrund zum Behalten dürfen kann es auch nicht sein, im Sinne von 812 Absatz 1, welche Bedeutung soll das Pfändungspfandrecht denn dann eigentlich überhaupt haben? Ja, also die öffentlich-rechtliche Theorie, die kastriert das Pfändungspfandrecht gewissermaßen und beraubt es jeder Bedeutung. Ja, was soll das sein? Also ein Ding, was quasi immer automatisch entsteht, aber eigentlich keinen Rechtsgrund darstellen soll, ja, was soll das für ein Ding sein? Ja, und was sozusagen ausschließlich die Funktion hat, den verfahrensfehlerhaft pfändenden Gläubiger zu privilegieren, das ist ein ganz komisches Rechtsinstitut. Außerdem, das kann man auch noch als Argument bringen, der 804 Absatz 2, der verweist ja explizit auf das vertragliche Pfandrecht. Ne? Da ist es ja, haben wir uns auch schon angeguckt, das Pfandrecht gewährt dem Gläubiger im Verhältnis zu anderen Gläubigern dieselben Rechte wie ein durch Vertrag erworbenes Faustpfandrecht in 804 Absatz 2. Und eine solche Verweisung passt nicht zusammen mit der Annahme, dass das ja alles öffentlich-rechtlich ist. Das spricht auch gegen die öffentlich-rechtliche Theorie. Und wie gesagt, das wichtigste Argument mit Abstand, meine ich, ist das hier, dass man sagt, es ist eine, oder wäre eine unbillige Bevorzugung des verfahrensfehlerhaft pfändenden Vollstreckungsgläubigers. Deswegen entscheiden wir uns hier, würde ich mal sagen, für die gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtliche Theorie und kommen deshalb zu dem Schluss, dass hier G2 den Vorrang genießt. Okay, also das ist ein Fall, wo sich die Theorien auswirken. In Fall 9, das war sozusagen der viel schwierigere, problematischere Fall, da wirken sie sich im Ergebnis nicht aus, da muss man den Streit nicht entscheiden. Da kann man dann irgendwie sowas schreiben wie, es spricht zwar deutlich für die gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtliche Theorie das, und dann können Sie das von mir aus bringen hier, also auch bei Fall 9, dann sagen Sie, letztlich kann es aber offen bleiben. Hier ist klar, hier müssen Sie sich entscheiden. Klar geworden? Fragen dazu? Dann haben wir noch ein kleines bisschen Zeit und gucken uns noch ein bisschen das Anfechtungsgesetz gemeinsam an. Das Anfechtungsgesetz, das haben Sie in Ihrem Habersack drin. Ich habe vergessen, welche Nummer es ist. Kann sein, dass es Nummer 114 war. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Also ANFG, Anfechtungsgesetz heißt die Abkürzung, das Anfechtungsgesetz. Ich gebe Ihnen mal einen kurzen Überblick, wie es funktioniert. Sie können es schon mal aufschlagen, schon mal suchen. Ich weiß gar nicht, ob es hier bei mir drin ist. Ich glaube, hier ist es nämlich nicht drin. Da muss ich mit meinem Smartphone arbeiten. Anfechtungsgesetz. Wer es hat, welche Ordnungsnummer war es? 111. 111, okay, alles klar. Ich habe seit mehr als 10 Jahren nicht mehr mit dem Ding gearbeitet, deswegen habe ich mir die Ordnungsnummer nicht mehr so in meinem Gedächtnis. Anfechtungsgesetz, ich zeige Ihnen kurz, was sozusagen der Sinn ist, warum wir das machen, warum wir uns das leisten. Der Sinn ist folgender. Also zunächst mal, die Sachlage ist ganz normal, Zwangsvollstreckung, wie wir sie kennen, Gläubiger, Schuldner, Dritter. So, der Gläubiger erwirkt einen Vollstreckungstitel gegen den Schuldner. Das ist eigentlich bisher, wie gesagt, ganz normal. Jetzt ist es aber so, der Schuldner, der denkt sich, blöd. Jetzt kommt der Gläubiger und will auf mein ganzes schönes Vermögen zugreifen. Eigentlich möchte ich das meinem Gläubiger ja gar nicht gönnen. Denn der Gläubiger ist ein Blödian und ich habe mein Vermögen doch irgendwie lieb. Und deswegen geht der S jetzt hin und verschiebt dieses Vermögen zum Dritten. Ja, ich habe mein Schuldner verschiebt Vermögen zum Dritten, habe ich geschrieben. Und deswegen geht der Schuldner zum Beispiel hin und ja, übereignet beispielsweise eine Sache an den Dritten. Ja, übereignet eine Sache an den Dritten, dass der Dritte, also mit der Folge, dass der Dritte jetzt Eigentümer ist. So, und jetzt kommt der Gläubiger, ja, und pfändet diese Sache. Und was macht der Dritte jetzt natürlich? Er legt Drittwiderspruchsklage ein. Okay, und jetzt in dieser Situation braucht irgendwie der Gläubiger einen Einwand. Ja, der braucht irgendwie einen Einwand oder einen Anspruch, je nachdem. Er braucht einen Einwand. Er muss nämlich einwenden können, dass diese Sache hier an den Dritten verschoben wurde. Also unter bestimmten, also natürlich ist klar, wenn der Dritte ganz normal Eigentümer ist, kann er 771 geltend machen, das ist ja gar keine Frage. Aber bei diesen Voraussetzungen hier, also wenn der Schuldner sozusagen einfach nur, um das Vermögen dem Gläubiger Zugriff zu entziehen,
diese Verfügung oder diese Verschiebung hier vorgenommen hat, dann ist klar, muss die Rechtsordnung irgendwas dagegen tun. Insolvenzrecht haben Sie schon gehört? Ja, okay. Das ist letztlich ganz, ganz ähnlich wie was im Insolvenzrecht. Das ist so eine der absolut zentralen Gebiete des Insolvenzrechts. Zwar sehr schwer, aber ja. Genau, das ist praktisch das Gleiche wie die Insolvenzanfechtung. Also natürlich mit Unterschieden im Detail, gar keine Frage. Aber die Idee ist die gleiche. Denn das hat sich ja jeder schon mal gedacht. Ja, jeder hat sich ja schon mal gedacht, wenn meine Gläubiger kommen, dann schaffe ich das ganze Vermögen mal eben schnell weg. Ja, da werden meine Grundstücke einfach mal schön an die Kinder überschrieben. Ja, und anderes Vermögen landet dann bei meinem Freund. Ja, und wenn der Gläubiger vor der Tür steht, dann sage ich, oh, ich habe nichts. Da hat sich ja jeder schon mal gedacht. Und dem entgegenzuwirken ist in der Insolvenz die Aufgabe der Insolvenzanfechtung. Und in der Zwangsvollstreckung gibt es eben dafür ein gesondertes Gesetz. Das ist die Aufgabe des Anfechtungsgesetzes, also ANFG. Die Kollegin hat freundlicherweise die Ordnungsnummer mitgeteilt, 111 im Habersack. Gut, schauen wir uns mal die Details an. Also funktionsweise verstanden, worum es da geht? Gut, alles klar. Gucken wir uns mal die Details an. Zweck des Anfechtungsgesetzes. Wir schlagen gemeinsam auf, Paragraph 1 Anfechtungsgesetz. Das Schöne ist, wir brauchen nicht so wahnsinnig viele Normen aus dem Anfechtungsgesetz. Aber ein paar gucken wir uns gemeinsam an. So, Anfechtungsgesetz. Ich schlage es auch auf, wenn mein Internet mitspielt, was nie so ganz klar ist. So, hier. Anfechtungsgesetz, Paragraph 1. So. Paragraph 1 des Anfechtungsgesetzes. Rechtshandlungen eines Schuldners, die seine Gläubiger benachteiligen, können außerhalb des Insolvenzverfahrens nach Maßgabe der Bestimmungen, der folgenden Bestimmungen angefochten werden. Also, es geht hier um Rechtshandlungen eines Schuldners, die den Gläubiger benachteiligen. Darum geht es ja, Rechtshandlungen des Schuldners, die den Gläubiger benachteiligen. Und wir haben ja schon gesehen, gerade, dass das Anfechtungsgesetz das vollstreckungsrechtliche Pendant ist zu den 129 folgenden, also zur Actio Paulianer, zur Insolvenzanfechtung. So, gucken wir uns mal an, was denn die Voraussetzungen einer solchen Anfechtung sind. Denn es ist klar, ein Gläubiger kann natürlich nicht jeden Erwerb durch einen Dritten anfechten, das ist auch klar. Paragraph 2 sagt zunächst mal Folgendes. Paragraph 2 definiert den Kreis der Anfechtungsberechtigten. Paragraph 2 sagt, zur Anfechtung ist jeder Gläubiger berechtigt, der einen vollstreckbaren Schuldtitel erlangt hat und dessen Forderung fällig ist, wenn die Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Schuldners nicht zu einer vollständigen Befriedigung des Gläubigers geführt hat oder wenn anzunehmen ist, dass sie nicht dazu führen würde. Also, drei Voraussetzungen für die Anfechtungsberechtigung. Jeder Gläubiger, der erstens einen vollstreckbaren Schuldtitel erlangt hat, bei dem zweitens die Forderung fällig ist und bei dem drittens die Zwangsvollstreckung nicht zur Befriedigung geführt hat oder bei dem anzunehmen ist, dass sie nicht zur Befriedigung führen würde. Okay, macht irgendwie Sinn. Ne? Also mit der Auslegung insbesondere des dritten Tatbestandsmerkmals ist man großzügig. Also, das ist die Anfechtungsberechtigung. Das ist aber nicht das Wesentliche eigentlich, sondern viel schwerer ist die Frage zu beantworten. Das ist eben auch die maßgebliche Hürde für den Gläubiger. Liegt denn eine anfechtbare Rechtshandlung vor? Also anfechtungsberechtigt ist man schnell. Ne? Also, dass man irgendwie ein Gläubiger ist und eine fällige Forderung hat mit einem vollstreckbaren Schuldtitel und dass dann irgendwie Vermögen verschwunden ist, wo man sagt, ja, das wäre aber schon super, wenn es noch da wäre beim Gläubiger. Das hat man ziemlich schnell. Nicht klar ist aber, oder viel schwieriger ist zu bestimmen, ob eine anfechtbare Rechtshandlung vorliegt. Und das regeln die Paragraphen 3 folgende des Anfechtungsgesetzes. Schauen Sie zunächst mal mit mir in Paragraph 3 Absatz 1 Satz 1 rein. Da heißt es, anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die der Schuldner in den letzten 10 Jahren vor der Anfechtung mit dem Vorsatz, seine Gläubiger zu benachteiligen, vorgenommen hat, wenn der andere Teil zur Zeit der Handlung den Vorsatz des Schuldners kannte. Okay, also, ich blende es hier nochmal ein, das ist letztlich aber nur der Gesetzestext. Also, in den letzten 10 Jahren, ja, in den letzten 10 Jahren vor der Anfechtung mit dem Vorsatz, die Gläubiger zu benachteiligen, wenn der andere Teil, also zum Beispiel der Erwerber, an den das da verschoben wurde, zur Zeit der Handlung den Vorsatz des Schuldners kannte. Jetzt könnte man zunächst mal denken, wenn man das so liest, könnte man denken, oh ja, das ist ja eigentlich super für den Gläubiger. Also der Gläubiger kann bis zu 10 Jahre, kann der Gläubiger zurückgehen, ja, und sagen, also wenn ich jetzt das hier anfechte, bis zu 10 Jahre kann ich zurückgehen und irgendwelche Verschiebungen, die der Schuldner hier vorgenommen hat, kann ich 10 Jahre lang schön danach noch anfechten, solange die eben nur mit Benachteiligungsabsicht vorgenommen wurden und solange eben nur dieser Erwerber, also der andere Teil, diesen Benachteiligungsvorsatz kannte. Wo liegt natürlich das praktische Problem? Klingt ja erstmal super für den Gläubiger, klingt ganz toll. Wo liegt natürlich das praktische Problem? Wir unterstellen mal, Sie sind jetzt Gläubiger und Sie haben da jetzt einen Schuldner, der ist auch schon länger Schuldner bei Ihnen. Ne?
Hat schon länger Forderungen und so, und sie haben jetzt endlich einen versteckbaren Schuldtitel, haben sie gegen den. Und jetzt stellt sich raus, in den letzten oder vor 6 Jahren hat der irgendwie maßgebliches Vermögen hat er verschoben. Stellt sich jetzt raus. Ja? Es wird schlecht abzusehen sein, ob der besagte andere Teil diesen Vorsatz eben kannte, oder? Genau, also zum einen, sagen wir mal, die Gläubigerbenachteiligungsabsicht ist sozusagen nicht ganz leicht festzustellen, aber das geht vielleicht noch. Aber in der Tat, wie wollen Sie denn beweisen, dass der andere Teil den Vorsatz kannte? Das müssen Sie auch beweisen, ja? Hier, ne, 3.1.1, Sie müssen ja beweisen, dass der andere Teil zur Zeit der Handlung den Vorsatz kannte. Und das ist ganz schön schwer. Jetzt gibt es eine kleine Hilfe. Diese Hilfe ist in Satz 2, steht die drin, diese Hilfe. Da heißt es, diese Kenntnis, also sprich die Kenntnis des anderen Teils von der Gläubigerbenachteiligungsabsicht, wird vermutet, wenn der andere Teil wusste, dass die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners drohte und dass die Handlung den Gläubiger benachteiligte. Also die nach 3 Absatz 1 Satz 1 erforderliche Kenntnis des anderen Teils von der Benachteiligungsabsicht des Schuldners wird vermutet, wenn dieser andere Teil zumindest wusste, dass die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners drohte und dass die Handlung die Gläubiger benachteiligt. So, klingt nicht schlecht, ist aber bei weitem nicht so toll, wie es aussieht. Schauen Sie mit mir in das folgende Beispiel gemeinsam rein. Da heißt es, als sich die finanzielle Situation des S verschlechtert und ihm die Zahlungsunfähigkeit droht, verkauft und übereignet er, um künftige Gläubiger zu schädigen, zur Sicherheit einen wertvollen Fernseher an D. Ob D von der Benachteiligungsabsicht des S und von der drohenden Zahlungsunfähigkeit Kenntnis hatte, lässt sich nicht klären. Fall klar? Also der S, der übereignet hier, zur Sicherheit in Anführungszeichen, weil er eben Besitzer der Sache bleibt, er übereignet zur Sicherheit einen wertvollen Fernseher an den D. Was vom Sachverhalt vorgegeben ist, das ist vorgegeben, er macht das, um künftige Gläubiger zu schädigen. Also sprich, er hat die nach 3 Absatz 1 Satz 1 Anfechtungsgesetz erforderliche Gläubigerbenachteiligungsabsicht. Die hat er, das ist vorgegeben vom Sachverhalt. Aber ebenfalls ist vorgegeben vom Sachverhalt, dass sich nicht klären lässt, ob D von dieser Benachteiligungsabsicht und von der drohenden Zahlungsunfähigkeit Kenntnis hatte. So, wie ist dieser Fall zu lösen? Ja? Es bleibt eigentlich unverändert, weil es wäre jetzt ja zumindest zu beweisen, dass der S von dieser drohenden Zahlungsunfähigkeit eigentlich auch noch hat und das ist nicht der Fall. Genau, so ist es. Haben Sie ganz prima gemacht. Das ist nämlich gar nicht selbstverständlich. Man kommt da nämlich ganz schnell durcheinander. Diese Vermutungen, also allgemein Vermutungen, nicht nur 3 Absatz 1 Satz 2, sondern Vermutungen allgemein, auch im BGB, arbeiten immer mit einer Vermutungsbasis und einer Vermutungswirkung. Ja, also nehmen Sie beispielsweise 1006 Absatz 1, kennen Sie alle. Ne? Also wenn jemand Besitzer ist, dann wird vermutet, dass er Eigentümer der Sache ist. Vermutungsbasis ist Besitz einer Sache, Vermutungswirkung ist Eigentum wird vermutet. Ja? Besitz, also Vermutungsbasis und Vermutungswirkung. So, wie ist es jetzt bei 1006? Wir sagen mal, ich behaupte mein Eigentum an der Sache, aber es lässt sich nicht klären, ob ich Besitzer bin. Greift 1006 zu meinen Gunsten? Ja? Nee. Nein, nicht. Warum nicht? Ja, wenn Sie nicht beweisen können, dass Sie besitzen. Genau, die Vermutungsbasis, also sprich den Tatbestand der Vermutung, den muss ich natürlich beweisen. Ich muss den Tatbestand der Vermutung beweisen und wenn ich den Tatbestand bewiesen habe, dann kommt mir die Vermutungswirkung zugute. Wie ist das bei 477 BGB, also beim Verbrauchsgüterkauf? Wenn streitig ist, ob bei Gefahrübergang ein Mangel vorlag, was muss ich beweisen als Käufer, damit mir 477 zugute kommt? Das war lange super streitig, ist mittlerweile aber eigentlich ziemlich klar. Ja? Das hat der BGH ja früher gesagt. Der hat gesagt, man muss sozusagen beweisen, dass überhaupt ein Sachmangel vorliegt. Was ist heute ganz, ganz herrschende Meinung nach dieser Faber-Entscheidung vom EuGH? Ist ja schon lange her, 2015 haben sie ja nicht mal mit Studieren angefangen. Nehme ich mal an zumindest. Ja, ich habe alles schon erlebt. Ich hatte mal in Bielefeld in der Liste irgendwie einen Studenten im 126. Semester oder so. Also, gibt alles. Also das hätte ich jetzt bei Ihnen nicht gedacht natürlich, ne, weil dafür sehen Sie noch zu jung und frisch aus, aber falls doch, herzlichen Glückwunsch. Was muss ich beweisen bei 477? Ich muss beweisen, dass sich innerhalb des ersten Jahres gezeigt hat, ein Mangelsymptom, ja, also ein von denen und so weiter, Sie kennen diese Definition in 434, das muss ich beweisen und dann wird zu meinen Gunsten vermutet, dass die Sache bei Gefahrübergang schon mangelhaft war. Muss nicht mehr dieser Mangel sein, sondern kann irgendein Mangel sein, also dass die Sache mangelhaft war. Und genauso ist es bei 3 Absatz 1 Satz 2 Anfechtungsgesetz eben auch. Da ist es, diese Kenntnis wird vermutet, das ist die Vermutungswirkung, wenn der andere Teil wusste, dass die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners drohte, das ist die Vermutungsbasis. Und das muss eben der Gläubiger beweisen, der hier anfechten möchte. Das bedeutet, diese Vermutung hier aus 3 Absatz 1 Satz 2, die sieht zwar schön aus,
nützt aber eigentlich, also schon was, klar, aber nicht so wahnsinnig viel, weil man ja immer noch beweisen muss, dass der die drohende Zahlungsunfähigkeit kannte. Man wird sozusagen entbunden von dem Beweis, dass der D die Gläubigerbenachteiligungsabsicht kannte. Aber nicht entbunden wird man von dem Beweis, dass der die drohende Zahlungsunfähigkeit kannte und dass er wusste, dass hier eine Benachteiligung vorlag. Okay, also ich blende sie nochmal ein. Anfechtbarkeit setzt voraus, dass D den Vorsatz kannte. Steht drin in 3.1.1. Jetzt ist es zwar so, die Kenntnis wird vermutet nach 3 Absatz 1 Satz 2, aber nur dann, wenn der D wusste, dass die Zahlungsunfähigkeit drohte. Und das lässt sich ja gerade nicht klären. Und wenn die Vermutungsbasis nicht bewiesen werden kann, dann greift auch die Vermutungswirkung nicht. Wenn der Tatbestand an der Norm nicht bewiesen werden kann, greift auch ihre Rechtsfolge nicht, genauso bei Vermutungen. Und deswegen ist es hier so, dass die Übereignung nicht anfechtbar ist. Ist also nicht so dolle, der 3 Absatz 1. Klingt, sieht schön aus, ne? Boah, 10 Jahre kann man zurückgehen, aber so dolle ist es nicht. Oder zumindest, sagen wir mal so, zumindest bestehen da für die praktische Anwendung erhebliche Hürden. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. So, besser sieht man aus in den nächsten beiden Fällen, die ich Ihnen noch vorstellen möchte. Zunächst mal hier, ein Vertrag mit einer nahestehenden Person. Gucken Sie mit mir gemeinsam drin in 3 Absatz 4 des Anfechtungsgesetzes. Da heißt es, anfechtbar ist ein vom Schuldner mit einer nahestehenden Person geschlossener entgeltlicher Vertrag, durch den seine Gläubiger unmittelbar benachteiligt werden. Und dann heißt es in Satz 2, die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag früher als 2 Jahre vor der Anfechtung geschlossen worden ist oder wenn dem anderen Teil zur Zeit des Vertragsschlusses ein Vorsatz des Schuldners, die Gläubiger zu benachteiligen, nicht bekannt war. Also, 3 Absatz 4 Satz 1, der sagt, anfechtbar ist hier ein vom Schuldner mit einer nahestehenden Person geschlossener entgeltlicher Vertrag. Was eine nahestehende Person ist, das wird hier sogar vorgegeben, bestimmt sich nach § 138. Wenn wir da mal ganz kurz reingucken, klicken Sie mal da drauf in Ihrem Smartphone oder was, 138. 138 BGB der Insolvenzordnung. Da sind einfach einige nahestehende Personen aufgelistet. Da ist es zum Beispiel Nummer 1 der Ehegatte des Schuldners, auch wenn die Ehe erst nach der Rechtshandlung geschlossen oder im letzten Jahr vor der Handlung aufgelöst worden ist. Dann die Nummer 2 heißt es Verwandte des Schuldners. Was sind Verwandte im Sinne von 138 Absatz 1 Nummer 2 der INSO? Was sind Verwandte? Das bestimmt sich nach § 1589 BGB. Und dass der 1589 BGB anwendbar ist, das steht in Artikel 51 EG BGB. Zwar wahrscheinlich rein deklaratorisch, aber es ist natürlich Bombe, wenn Sie ihn hier bringen. Ja, Artikel 51 EG BGB. Also wenn es um Verwandte geht, ja, Artikel 51 EG BGB und 1589. So, jetzt sagt der Artikel, der Paragraph 3 Absatz 4 sagt jetzt halt ausgeschlossen. Na, wie komme ich jetzt hier wieder zurück? So, hier. 3 Absatz 4 Satz 2, Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag früher als 2 Jahre vor der Anfechtung geschlossen worden ist und oder wenn der andere Teil, wenn dem anderen Teil zur Zeit des Vertragsschlusses ein Vorsatz, die Gläubiger zu benachteiligen, nicht bekannt war. So, warum ist der Paragraph 3 Absatz 4 ganz erheblich günstiger als der Paragraph 3 Absatz 1? Wenn Sie die Formulierung angucken, da mache ich, glaube ich, noch eine Anmerkung auf die Folie drauf. Ja? Nee, doch nicht. Doch nicht. Es gibt einen riesen Unterschied. Also man könnte ja sagen, was soll der Quatsch? Ich meine, bei dem anderen kann man 10 Jahre zurückgehen. Hier kann man ja anscheinend nur 2 Jahre zurückgehen. Was bringt der 3 Absatz 4? Der hat ein riesiges Pfund. Ja, doch. Es muss ja dieser Vorsatz nur bekannt gewesen sein, irgendwie oder irgendwem sozusagen. Das ist ja vielleicht leichter zu beweisen. Ja, wenn Sie sagen, ist leichter zu beweisen. Schauen Sie mal, wie das formuliert ist. Der Satz 2. Warum ist das so komisch formuliert? In § 3 Absatz 4 Satz 2. Warum heißt es da, die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn? Warum hat man nicht gleich gesagt, ja, der kann anfechten, wenn? Ja? Ja, ganz genau. Die Beweislast ist eine andere. Ja, die Beweislast ist hier zugunsten des Gläubigers umgekehrt. Das ist ein riesiger Unterschied. Das ist ein riesiger Unterschied. Und warum, glauben Sie, hat man hier bei § 3 Absatz 4 eine günstigere Regelung geschaffen? Warum hat man das natürlich gemacht? Jetzt im Vergleich zu dieser allgemeinen Anfechtung wegen gläubiger Benachteiligungsabsicht. Warum ist es viel, viel günstiger geworden hier bei 3 Absatz 4? Ganz pragmatischer Grund. Man hat sich ganz einfach gedacht, wenn jemand an nahestehende Personen Vermögen verschiebt, dann stinkt's. Ja, das ist was stinkt zum Himmel. Ja, also wenn ein Schuldner hingeht und Vermögen an seine Kinder verschiebt, ja, und kurz bevor die Gläubiger kommen, dann stinkt das ganz einfach.
Ja, und da ist natürlich klar bei diesen nahestehenden Personen, dass die im Zweifel auch natürlich Kenntnis von diesem Vorsatz haben werden. Ja, die werden schon wissen, warum sie da von ihrem Papa plötzlich was kriegen. Ja, obwohl er sie bisher immer kurz gehalten hat. Okay, also das ist sehr günstig für den Gläubiger. Und was auch noch günstig ist, ist der Paragraph 4, die unentgeltliche Leistung. Denn natürlich ist auch bei der unentgeltlichen Leistung klar, auch das stinkt wie die Sau. Ja, also wenn jemand unentgeltlich Vermögen weggibt, ja, obwohl er bislang nicht wahnsinnig freigebig erschien, dann stinkt das natürlich, wenn er es ausgerechnet in dem Zeitpunkt macht, in dem die Zwangsvollstreckung droht. Also Paragraph 4, da heißt es, anfechtbar ist eine unentgeltliche Leistung des Schuldners, es sei denn, sie ist früher als 4 Jahre vor der Anfechtung vorgenommen worden. Okay, also anfechtbar sind unentgeltliche Leistungen, da muss man auch gar nicht viel mehr Voraussetzungen, außer natürlich diesen zweiten Halbsatz hier, früher als 4 Jahre, aber da kommt es auch nicht auf Benachteiligungsabsichten oder irgendwie was an und darauf, dass der Dritte das kannte oder irgendwie was, sondern wenn man unentgeltlich was weggibt, dann stinkt's. Warum ist natürlich hier, das ist jetzt die letzte Frage für diese Stunde, warum ist natürlich hier auch der Empfänger dieser Leistung nur sehr eingeschränkt schutzwürdig bei unentgeltlichen Leistungen? Warum gibt es bei § 3 Absatz 1 und § 3 Absatz 4 noch dieses Merkmal? Ja, der muss ja hier die Benachteiligungsabsicht irgendwie gekannt haben. Und warum ist das hier egal bei § 4? Ja, genau, so ist es. Ja, der Empfänger einer unentgeltlichen Leistung, ja, der ist eben nur eingeschränkt schutzwürdig. Der hat keine Gegenleistung erbracht und hat deswegen auch kein Rückholrisiko. Gut, und die Rechtsfolgen der Anfechtbarkeit inklusive eines Falls, dazu gucken wir uns gemeinsam in der nächsten Stunde an. In der letzten Stunde sogar dann. Also wir machen noch das Anfechtungsgesetz, machen wir noch, glaube ich, noch, oder? Oder ist vorletzte Woche? Nee, jetzt ist, nee, genau, wir haben jetzt danach noch 2 Stunden, ne, so, ne? Jetzt ist die drittletzte Stunde, glaube ich, wir haben noch 2 Stunden. Gut, wunderbar. So ist es, glaube ich. Wir haben also die drittletzte und wir haben jetzt noch 2 Stunden. Dann gucken wir uns in der vorletzten Stunde gucken wir uns die Rechtsfolgen der Anfechtbarkeit an, inklusive eines kurzen Falls dazu. Bis nächste Woche.